Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell Pandora Tomorrow. So, im letzten Part haben wir wieder einen Teil gehackt, einen Computer, wo wir, das war die Kundendatenbank, genau. Die haben wir gehackt und wir sollen jetzt, gefrorene Gehirne finden. Okay, dann finden wir mal, das Passwort lautet 2455. 57? Okay, dann müssen wir da wohl durch. Okay, wir sollen gefrorene Gehirne finden, dann suchen wir mal gefrorene Gehirne. So, vielleicht bringen die uns ja was. Was ist mit dieser Tür? Schloss klemmt. Immer noch? Okay. Dann lassen wir dieses Schloss eben mal klemmen. Ich gehe jetzt nicht mal durch diesen Raum durch. Schön hier... Oh, Bewegungsmelder, kann das sein? Ja. Das heißt, da muss ich langsam vorsichtig vorbeigehen. Wunderhübsch. Was ist denn das hier für eine Tür? Ist da noch was drin? Okay, da gehen wir mal kurz rein. So, da werde ich wohl nichts weiter machen. Was? Teilweise heilen? Okay. Jawohl, da verbindet er sich wieder, der Sam. Ah, und macht wieder sein Inzwischenlager vordringen. Okay. Haben wir hier... Ah, Munition. Wunderhübsch. Oh, noch mehr... Noch mehr Munition? Ist da noch mehr Munition? Nö. Gut, dann... Tür auf, bitte. Ach, da hat sich hier so ein Dingens geschnappt. Lass die Flasche liegen. Brauchen wir nicht. Gut. Hier, oh, ich renne hier einfach durch, ja... Hm. Könnten ja noch mehr von diesen Bewegungsmeldern sein, ne? Ach, fick. Flexible Optik. Was mache ich mit diesem Jungen hier? Ich glaube, ich lasse ihn einfach liegen. So, was war das? 2457. Probieren wir mal. Oh, kaum sichtbar. 2, 4, 5. Wie kann man zurück? Wie geht löschen? Codeblock benutzen. 2, 4, 5, 7. Access granted. Oh, die Tür geht gleich auf. Auch nice. Gut, dann wollen wir doch mal uns hier umgucken. Das da ist eine sehr helle... What the fuck? Sehr helle Stelle hier. Oh, da ist auch eine Medistation wieder. Und... gute Frage, nächste Frage. Da steht ein Typ. Und... Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Schalter und... Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Schade. Was macht eigentlich unsere andere Knarre? Ah, da haben wir jetzt 30 Schuss, 32 Schuss. Bleiben wir mal bei dieser Pistole hier. Bleibt mir ja eigentlich irgendwie nichts anderes übrig, als dadurch, ne? Was haben wir denn hier noch liegen? Da liegt doch eindeutig irgendwas rum. Ringgeschoss! Ah ja. Oh no, ja komm, steck sie ruhig alle ein. Mein Bester. So, kann ich hier vielleicht den irgendwie außer Gefecht setzen? Schalter benutzen? Moment mal. Ich speichere erst. Und anstatt das Ding kaputt zu schießen, schalte man es einfach aus. Ah ja, es war klar. Jetzt kommt er da rein. Moment, mal gucken, ob wir hier nicht mal irgendwie so mit einem, so einem Ringflächengeschoss was machen können. Gefährlich aus. Ah, Mist. Ich sehe gerade überhaupt nichts mehr. Ich glaube, ich habe keine Lust auf das Gelaber von Lambert. Wenn er mir wieder erzählt, dass ich unentdeckt bleiben muss. Also mache ich jetzt mal so. So, erstmal die Scheiße ausrüsten. So, und zwar Ringflächengeschoss. Zack.
dann benutzen wir den Schalter und dann laden wir mal die Waffe an den Anschlag. Schalte das wieder ein. Kannst du mal... Ach du Mist, fuck. Scheiße, ich hab wieder völlig die ganzen Tasten verwechselt. Okay. Da ich das ganz anders vorhatte, mache ich es gerade nochmal. Sorry, wenn ich es als lade und so ein Scheiße mache. Aber ich möchte den jetzt hier so ausschalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar auf diese Art und Weise hier. Gleich kommt's. Ich hoffe jedenfalls. Hey, ich sehe dich. Komm, noch ein Stückchen rein. Komm, Sam. Komm hin zu ihm und hau ihm eins über. Wunderbar. Dann nehmen wir erstmal die Tasche. Fein. Und dann den Körper. Und Data-Stick. Den ich mir nicht angucken werde. Wahrscheinlich. So, wo tun wir den hin? Irgendwo in eine dunkle Ecke. Wie wär's da hinten? Da hinten sieht es doch lauschig aus. Lauschiges Plätzchen für den Kerl hier mit dem Ringflächengeschoss, das ich auf ihn geschossen habe. So, kann ich da jetzt noch irgendwas tun und machen und überhaupt? Nö. Denke ich mal nicht. So, Tür öffnen. Und, oh, da ist ein Bewegungsmelder. Diese Tür ist nicht benutzbar. Kann ich hier irgendwie Lichter ausmachen oder so? Fühle mich hier irgendwie ein bisschen arg im Rampenlicht. Da ist ein Lüftungsschacht, der aber zu klein ist für uns. Und hier haben wir eine flexible Optik, die wir benutzen können. Okay. Machen wir die Tür auf. Und durch. Und da oben blinkt schon wieder so ein Bewegungsmelder. Und was macht... Irgendwas macht auch Geräusche. Oh. Kann das sein, dass das hier so eine... es ist eine Kamera. Okay, ich würde sagen... Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Ich weiß. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Jetzt, nein. Wir holen uns erstmal die andere Knarre wieder. So. Zack. Das war ja jetzt echt blöd. Und das hier ist eine Haftmine. Gut, die lassen wir, wo sie ist. Brauche ich eh nicht. So. Also, da muss ich zwar auch vorbeischleichen, aber es ist kein Bewegungsmelder, ne? Meine Fresse. Ja, ich hätte doch gleich auf die Kamera schießen sollen. Hab gedacht, ich könnte sie vielleicht irgendwie umgehen. Aber, na egal. Ja, hätte ich bestimmt irgendwie machen können. Nein, ich mache hier gleich die Tür auf, ne? Gut, sind da mehr außer nur der eine? Da drüben bewegt sich etwas. Oh la, ja, ist klar. Och nö. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschutz anlegen. Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer, wir können uns keine weiteren Opfer leisten. Beim nächsten Alarm ist die Mission gelaufen. Meine Fresse. Gut, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als die abzuballern. Na komm. Triffst du jetzt mal? Alter. Sowas wie Headshot kannst du nicht, ha, Sam? Na komm. Och. Beweg dich nicht so viel. So. Meine Güte, aber auch. So, was haben wir hier? Eine Tasche. Gut, nehmen wir uns die Tasche mit. Ach Mann, ich stelle mich wieder an wie der erste Mensch. Aber echt hier. Gut, nichtsdestotrotz schaffen wir uns diese beiden Leichen hier mal aus dem Weg. So. Und zwar würde ich sagen, legen wir die hier neben den Aschenbecher. Zack.
und machen da noch fein säuberlich das Licht aus. So. Der auch natürlich. Komm. Es ist schon echt blöd, was ich hier treibe. Och ja, Tür, bleib offen. Ja, so ist fein. Ja, ich weiß, es funkt, läuft mal wieder echt überhaupt nicht so, wie es soll. Aber ich sehe aber auch immer erst im Nachhinein, wie ich es anders hätte machen können, wenn überhaupt. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich schätze mal zu diesem Computer hier. Oder, keine Ahnung. Muss ich da abnehmen? Nö. Da liegt auch noch einer rum. Eine Cola-Dose. Naja. Der irgendwas, den kann ich nicht mal hochheben. Naja, egal. Ja. Ich würde sagen, schauen wir uns diesen Computer hier mal an. Nichts weiter. Der ist aber rot. Ja, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Kann es sein? Zwischenlager vordringen. Gibt es hier noch irgendwas, wo ich rein muss oder so? Oder muss ich da raus? Naja, offensichtlich ja nicht, ne? Gute Frage. Nächste Frage. Wo muss ich hin? Ich finde das jetzt komisch. Das ist ein rot leuchtender Computer, aber was passieren tut da jetzt nichts mit, ne? Moment, da ist noch eine Tür. Ja, ich mach die Tür wieder direkt auf. Ach nee, da bin ich ja hergekommen, Mann. Dann gehen wir hier durch diesen Durchgang mal. Da vielleicht noch eine... Ah, da ist noch eine Tür. Na, hol da langsam. Da haben wir wieder einen Codeblock. Wollen wir doch mal gucken. Irgendwelche Notizen? 7562. Ne? 7 5 6 2. Access granted. Jawohl. Was haben wir denn hier? Ach du Schande. Braune Gehirne. Ich hab deine Franzosenhirne, Lambert. Was ist mit ihnen geschehen? Mortified hat die Kunden ausgekippt und die ND-133 Behälter genommen. Wir können also annehmen, dass er nicht zur CIA gehört, da er wahllos tötet. Ein Mörder gefrorener Organe? Leichen kann man nicht töten. Wortklauberei. Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, den Pinguin zu identifizieren. Der Wachmann, der alle in Atem hält, heißt Francis Colbeuf. Abgefangene Gespräche legen nahe, dass er mit seinem Handy ein Foto von Mortified Pinguin geschossen und sich im Präparationsraum verschanzt hat. Präparationsraum? Wo sie die Gehirne von ihrer Schale befreien. Begib dich zu Monsieur Colbeuf und leihe dir sein Telefon. Okay. Sicherheitsstufe gesenkt. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Also hier ist es mir viel zu hell gerade. Aber sowas von viel zu hell. Kann ich da irgendwie durch? Alter. Ich sehe ja quasi gar nichts hier in diesem Licht. Wo ist die Lichtquelle? Keine Ahnung, nein, das ist es nicht. Ich würde gerne diese Lichtquelle hier eliminieren. Finde ich ja fürchterbar. Oh, weia. Schaut euch das an hier. Ist klar. So, ich würde sagen, ich mache hier das wieder an. Ah, nein. Viel zu hell. So, ich schätze mal... Das hört sich nach Kampf an. Thank you.
Ist klar. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst wieso zum Geier? Alter. Fischer, du sollst da war so eine Kanone. Du bringst die Mission in Gefahr. So, ich muss hier mal ein paar Lichter ausmachen. So, mir ist es hier deutlich zu hell. Das da auch. So, was? Wo kommt denn dieses Licht hier her? Das hier oder was? Na, ein bisschen höher. Noch ein Stück, noch ein Stück. Alter, da ist immer noch so eine komische Lichtquelle. Wo kommt das scheiß Licht hier her? Auf jeden Fall habe ich hier eine... Ist hier so eine Kanone? Na, möchtest du vielleicht mal an diesen Koffer gehen? Und ja, genau. Abschalten. So, komm. Ende. Wunderhübsch. So, die wäre mal abgeschaltet. Holla, die Waldfee. Der hat eine Tasche. Wunderhübsch. Hat der was dabei? Ein Taser. Jawohl. Ja, yeah. Wunderhübsch. So, was machen wir jetzt mit unserer Gesundheit? Könnten wir... Guckt noch so eine Leiche raus. Was ist denn da? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, da ist eine Tür. Wunderhübsch. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht... Ich gucke mal da mit der flexiblen Optik kurz durch. Gut. Ich bin überlegen, ob ich jetzt hier mal kurz Pause mache. Also Pause mache ich auf jeden Fall. Ob ich hier jetzt nochmal kurz zu dem Medikit-Dingens zurücklaufen soll. Komm, das mache ich noch schnell. Hier werde ich ja jetzt nicht groß gesehen. Und... Ja, ich zeig's jetzt auch noch in der Aufnahme. Wenn ich das denn hier finde... Ja. Ich wüsste auch zu gern, was das hier für eine komische Lichtquelle ist. Holla, die Waldfee. So, da war ja genau. Da tun wir uns nochmal kurz heilen. Vollständig, bitte. Ja, toll. Mehr geht nicht. Dann also gehe ich jetzt... Boah, Mann. Ich schalte mal wieder hier das Nachtsichtgerät ein. Boah, auch wenn ich überhaupt nichts sehe gerade. Wo war denn diese Tür jetzt? Hä? Moment. Hier war doch eine Tür irgendwo. Hä? Ah, hier. Gut, da gehe ich nochmal schnell durch. Ach. Ja. Holla, die Waldfee, das sind irgendwie goldene Stifte oder was? Messingstifte, keine Ahnung. Weißt du, dass ich jetzt hier noch mehr? Nö, vier Stück. Gut, dann gehen wir mal hier noch. Upsa. Kurz durch und ich würde sagen, hier machen wir mal Pause. Boah, viel zu hell. Okay. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut und ciao.